Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! Hey, ich bin's, Blippi! Hier im Tierheim von Pasadena leben viele Tiere, die vielleicht ein neues Zuhause brauchen. Ich kann's kaum erwarten. Kommt schon! Jetzt sind wir in dem Shop, in dem man Leckerlis, Spielzeug und Futter und vieles mehr für alle Haustiere hier kaufen kann. Okay, was gibt's hier alles? Ja! Jeder Tag ist Katzentag. Das ist lustig. Hier fressen die Katzen ihr Futter. Oh, was ist das? Wow, Spielsachen. Wow. Da steht Lammkotelett. Und das ist ein kleiner Fisch. Ich wette, das ist ein ganz tolles Kätzchenspielzeug. Denn Kätzchen lieben es, mit Fischen zu spielen. Okay. Kisten. Toll. Wenn du dein Haustier mal in der Öffentlichkeit transportieren musst, dann wirst du es wahrscheinlich in einer Kiste wie diese hier mitnehmen wollen. Guck, hier ist es auf Reisen wirklich gut aufgehoben. Leinen. Wow, hier hängen total viele bunte Leinen. Diese Leine hat die Farbe Rot. Und diese Leine hat die Farbe Pink. Ich wette, die Farbe kennst du. Ich habe diese Farbe immer an. Ja, das ist die Farbe Blau. Komm doch mal hier rüber. Das ist eine schöne Farbe. Yeah. So lebendig und kraftvoll. Und das ist die Farbe Pink. Yum. Noch mehr Leckerlis. Aber warte mal. Das hier sieht aus, als wäre es für... Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Hey, Dosenfutter, kommt. Katzenfutter. Oh, Futternäpfe. Das sind Hundenäpfe. Oh, kommt mal mit. Wenn ihr zu Hause einen Hund oder eine Katze habt, dann kennt ihr diese großen Pakete. Ja, da ist eine Menge Fressen drin. Und das ist wahrscheinlich für Hühner. Vielleicht ist das aber auch nur Fressen mit Hühnergeschmack. Wer weiß. Und Leckerlis. Ja. Seht mal hier. Das sind Leckerlis. Und Hunde lieben die. Wir kaufen die Leckerlis jetzt und verfüttern sie dann an einen Hund. Kommt. Darf ich euch vorstellen? Das ist der prächtige Timmy. Und habt ihr das gesehen? Timmy hat eine Fliege. Seht mal, auch ich habe eine Fliege. Aber meine Fliege hat die Farbe Orange. Und Timmys Fliege? Siehst du die Farbe? Wow, Timmy. Timmys Fliege hat die Farbe Rot. Wow, das ist eine wirklich coole Fliege, Timmy. Erinnert ihr euch noch an die Leckerlis? Ja, Timmy liebt sie. Hey, Timmy, hier ist was Leckeres für dich. Ein Leckerli. Yum. Timmy liebt diese Leckerlis. Das ist vielleicht so ähnlich wie für uns... ein leckerer, knackiger Salat. Oder vielleicht auch ein bisschen wie... ein Stück Pizza. Yum. Du bist ein Lieber, Timmy. Hier habe ich noch eins. Das letzte. Okay, lasst uns jetzt mit Pierre und Panther spielen. Da sind sie. Hey! Thank you.
der Kleine hier ist Panther. Hallo, Panther. So süß und so zart. Hallo. Seht? Oh, so süß. Okay, dann lasst uns mal Pierre Hallo sagen. Hey! Oh, hey! Oh, hi! Ich frag mich, ob sie Geschwister sind. Könnte schon sein. Sie sehen sich so ähnlich. Hey! Oh, da drüben habe ich ein paar Spielsachen. Kommt mit! Wie sie das finden werden. Hey! Okay, willst du spielen? Oh, scheinbar nicht. Hey, willst du spielen? Mit dem Tennisball? Achtung! Okay, los geht's. Oh, du willst das hier? Wie wär's? Damit. Die sind so süß. Und was habe ich hier? Ein kleines Kätzchen. Das Kätzchen ist ganz verschlafen. Ich glaube, es ist gerade aufgewacht. Das ist so schön, wenn man sich mittags einfach mal zum Ausruhen hinlegen kann. Und genau das hat das Kätzchen gerade gemacht. Ich frage mich, ob das Kätzchen was geträumt hat. Ja, was ist das? Wow, das ist ein Katzenspielzeug. Hey Kätzchen, hey Kätzchen. Ich glaube, es will im Moment gar nicht spielen, obwohl Katzen total gerne spielen. Es ist wichtig, mit Haustieren zu spielen. Genau. Kitty, 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 kitty. Kitty, kitty, kitty. Das ist lustig. Oh. Hier sind so viele Katzen, seht mal. Wie die hier. Hi, Kätzchen. Hi, Kätzchen. und hier sind noch mehr. Oh, wow. Viele sind am Schlafen. Oh, hey, seht. Hi. Hi. Was hast du da? Das ist Pumpkin. Pumpkin ist eine der Katzen, die ein neues Zuhause suchen. Sie ist eine wundervolle Katze. Und sie kam zu uns, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Und wir hoffen sehr, dass sich jemand findet, der sie mit nach Hause nimmt. Oh, wow. Kann ich Pumpkin streicheln? Ja, kannst du. Hey, Pumpkin. Hey, Pumpkin. Oh, Pumpkin ist wirklich klasse und total süß. Hey. Ist sie nicht hübsch? Ja, und wie? Die grünen Augen. Oh, so hübsch. Super. Mach's gut. Tschüss. Das Kleintierhaus. Bin gespannt, welche Tiere hier wohnen. Kommt mit. Wow, das ist ein toller Raum. Guckt. Hallo. Es pennt, aber da drin ist ein Meerschweinchen. Das ist lustig. Gut. Oh, und was ist hier? Oh, hallo Vogel. Oh, es ist ein Vogel. Schön. Go, go. Süßer Vogel. Oh, seht. Der Vogel war weiß und das ist ein weißer Hase. Wow. Guckt euch den Hasen mal an. Hey. Ich habe ein Spielzeug für euch. Es ist hier drüben. Wow. Ich möchte euch meinen Hasenkumpel vorstellen. Okay. Oh, wo bist du?
Hey, Kumpel! Oh, da ist er! Hey! Der flitzt hier rum! Hey! Hallo! Hasen haben wirklich große Ohren. Okay. Kumpel, hey. Wie geht's dir? Oh, richtig weich. Und die Ohren sind groß. Okay, tschüss. Das war toll, bis bald! Ein Haustier ist ein guter Freund. Wenn du es brauchst, ist es für dich da. Heiter dich auf, wenn dein Tag mal schlecht war. Und wenn du willst, spielt es mit dir. Katze, Hase und Ratte, das sind die Haustiere. Schildkröte und Goldfisch und Schlange, das sind die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Kümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Du musst sie füttern und säubern. Manchmal musst du ihnen sagen, was zu tun ist. Sitz, wie du sitzt. Mit Tanten muss man Gassi gehen, mit anderen kann man reden. Und der Käfig muss sauber sein. Spinne und Vogel, Ameise und Wurm, das sind die Haustiere. Pony und Frosch, Hamster und Igel, das sind die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Kümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Alle zusammen singt mit. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Kümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Hinter mir. Dieses Fahrzeug ist ein Gabelstapler. Und in diesem Video werden ihr und ich den Gabelstapler kennenlernen. Aus welchen Teilen besteht ein Gabelstapler? Kommt! Da oben, das ist das Führerhaus. Da sitzt der Fahrer. Und er steuert den Gabelstapler mit einem Lenkrad. Wow! 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 Seht euch das an! Das ist ein Rad mit Reifen und das ist ein Rad mit Reifen. Das hier ist wirklich riesig. Und das ist ziemlich klein. Wow. Wow. Das, was ihr hier seht, das ist der Mast. Oh. Und dieses Teil hier, das nennt man den Träger.
Und die hier? Die sind die Zinken. Tom, 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 Tom. Und diese drei Teile heben die Palette hoch. Oh, hey! Seht mal, was das ist. Das ist der Dancefloor. Ich meine, die Palette. Kommt, checken wir mal das Öl. Wow, das ist der Motor des Gabelstaplers. Wow, hier sind so viele coole Sachen drin. Und die geben dem Gabelstapler die ganze Kraft. Wir sollten jetzt mal das Öl checken. Oh, zuerst nehmt ihr den Ölmessstab raus. Dann steckt ihr ihn wieder rein. Und dann kontrolliert ihr das Öl. Oh, das sieht super aus. Perfekt. Das kann nur ein echter Wartungsprofi. Okay, und jetzt wollen wir mit dem Gabelstapler mal ein bisschen arbeiten. Aber zuerst, Sicherheit geht vor. Und das ist unsere Schutzausrüstung. Schutzhelm auf den Kopf. Aha, und dann die orange leuchtende... Wow, ganz schön windig. Ich fliege. Okay, jetzt zumachen. Reißverschluss. Gleich. Jetzt, wo wir die Sicherheitsausrüstung anhaben, können wir mit dem Gabelstapler arbeiten. Los geht's! Tür auf, kommt mit! Okay, jetzt bin ich in dem Gabelstapler. Und jetzt muss ich mich erstmal anschnallen. Oh! Oh! Okay, so ist das in Ordnung. Sitzt gut und fest. Und das ist das Lenkrad des Gabelstaplers. Wow, damit lenke ich das ganze Fahrzeug. Das ist der Schaltknopf. Damit kann ich vorwärts und rückwärts fahren. Und mit diesen Hebeln hier bediene ich den Mast, den Träger und die Zinken. Damit geht's hoch und runter. Der kippt vorwärts und rückwärts. Und mit diesem bewege ich links und rechts. Wow, okay. Jetzt schalte ich ihn an und dann fahre ich einfach mal los. Gut. Thank you.
Hey, Blippi, könntest du bitte eine dieser Paletten rüber ins Lager bringen? Ja, klar doch. Danke. Alles klar. Wow. Okay, habt ihr das gehört? Wir müssen also eine dieser vier Paletten rüber ins Lager bringen. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Okay, mal sehen, was da drauf ist. Kommt! Oh, okay. Auf der ersten Palette sind vier weiße Eimer drauf. Auf der zweiten steht ein großes blaues Fass. Auf der dritten sind vier schwarze Reifen. Und auf der vierten Palette ist eine große Schaufel. Die ist für einen Bagger. Hey, Blippi, mit wem sprichst du? Mach deine Arbeit. Okay, habt ihr das gehört? Wir müssen uns beeilen und wieder an die Arbeit gehen, sonst kriegen wir Probleme. Okay, wie wär's mit... Nehmen wir die Reifen. Ja, ich glaube, das kriegen wir in jedem Fall hin. Danke dir wirklich sehr, Blippi. Gute Arbeit. Gern geschehen. Wir haben einen guten Job gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht, den Gabelstapler mit euch kennenzulernen. Nun, das ist leider schon das Ende des Videos, aber wenn du mehr von mir sehen möchtest, musst du einfach nur nach meinem Namen suchen. Buchstabieren wir meinen Namen. Fertig? 1, 2, 3. B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Bis ganz bald! Bye-bye! Schaut mal, wo wir sind. Wir sind im Fantastic Playtorium in Bellevue, Washington. Zeit, ein bisschen Spaß zu haben. Hey! Hey! Wow! Schaut euch mal um! Wow! Guckt mal. Das ist ein Trampolin! Whee! Was ist das? Wow!
ein Klavier. Guckt mal hier. Wow, Hilfe! Ich habe gerade einen Looping gemacht. Schauen wir uns mal mehr lustige Sachen im Fantastic Playtorium an. Kommt mit. Wow! Schaut euch das an. Wow! Man tut Bälle hier rein und schaut zu. Hier herein. Wow! Bleib hier stehen. Bereit? Ja. Wow! Wow! Okay, was macht dieses Ding? Ein roter Knopf. Wow! Schaut euch das an! Bleibt mal hier! Eine Luftkanone. Das ist eine große Kanone. Kommt, wir packen einen Haufen Bälle rein. Versuchen wir es nochmal. Ich kann es anfassen. Ich komme ganz da oben ran. Okay. Bist du bereit? Wir müssen von drei runterzählen. 3, 2, 1. Genau. Okay, na los. Kommt mal mit. Wow. Es ist so bunt. Immer weiter. Dieser Würfel hat die Farbe Blau. Dieser Würfel hat die Farbe Gelb. Und dieser Würfel hat die Farbe Rot. Wow, schaut mal hier! Ich drehe mich im Kreis. Wow, wee, wow. Ich bin echt schwindelig. Los, weiter. Schaut mal, kommt her. Man muss auf den Stämmen bleiben. Guck mal. Da sind Alligatoren und Krokodile unten. Wow, ich komme zu euch zurück. Okay. Whee! Dieser Zylinder hat ein paar Farben drauf. Er hat Blau, Grün und Orange. Blau, Grün und Orange. Wow, da ist etwas richtig Stacheliges. Wow! Schaut mal hier! Wow! Whee!
Okay, kommt, wir gehen hoch. Hier entlang. Oh, guckt mal, Treppen. Kommt, wir sagen die Farben. Grün, gelb. Grün, gelb. Das federt hier voll. Kommt hier hoch. Schaut mal. Eine Rutsche. Okay, ich rutsch zuerst und dann ihr, okay? Wow! Genau, gut gemacht. Bleibt hier. Ich rutsch gleich nochmal. Wow! Die Rutsche macht echt Spaß. Oh. Mal schauen, was da oben noch so ist. Kommt mit. Willst du auch hoch? Okay, jetzt gehen wir hier lang. Oh, guck mal. Ding, 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 ding. Wow. Die sind wie Pyramiden, seht ihr? Wow. Es ist eine blaue Pyramide, gelbe Pyramide, grüne Pyramide und orangene Pyramide. Wow. Schau den stacheligen Ballon an. Hat die Farbe Pink und Weiß. Wow! Schaut mal, ein Clown? Wow! Eine rote Nase und der Clown ist blau, so wie ich. Wow, es ist irgendwie gruselig. Es ist durchsichtig. Wow! Noch mehr dieser Zylinder. Guck mal. Gelb und rot. Gelb, rot. Gelb, rot. Und was ist das hier drin? Das ist ein Spinnennetz. Whee! Oh, mein Bein steckt fest. Whee! Woo! Wow! Oh, ich komm nicht raus. Ich versuche jetzt ganz doll rauszukommen. Wow! Ich hab's geschafft. Geh dort lang. Ich treffe euch auf der anderen Seite. Wow! Geh wieder zurück. Das ist richtig bunt. Wow! Guckt mal. Noch ein stacheliger Ball. Boah. Er hat mich erwischt. Okay, schaut mal hier. Wollt ihr zuerst? Es ist ein Tunnel. Ihr könnt zuerst. Gut gemacht. Okay, ich komme. Boah. Wir haben es geschafft. Boah. Schaut mal. Genau, da ist ein Haufen grüner Bänder hier. Und dort ein Haufen bunter Seerosenblätter. Bleibt auf dem Grün. Ich steck fest. Ich komme nicht mehr raus.
Okay, bleib da und ich gehe voraus. Zu der Rutsche. Wow, da ist gleich eine Rutsche. Ich gehe zuerst, okay? Es ist eine große blaue Rutsche. Okay, ihr seid dran. Na los! Genau! Gut gemacht! Kommt, wir gehen zurück zu dem Bereich mit den Bällen. Es hat Spaß gemacht. Seht ihr? Hier sind gleich die Kanonen. Man drückt den Knopf hier. Wow! Willst du spielen? Ja! Komm wieder hier raus! Wir müssen die Bälle hier zurücktun. Geht dorthin und schaut hoch. Ich lasse die Bälle auf euch fallen. Kommt hierher. Los! Ich lasse die Bälle runterfallen. Genau! Los geht's! Ja! Wow! Los! Ja! Wow! Das hat echt Spaß gemacht im Fantastic Playtorium in Bellevue, Washington! Ich habe meine ganze Campingausrüstung dabei, denn heute gehen ihr und ich zelten. Wow, ich liebe die Natur. Sie ist so wunderschön. Es gibt so viele Pflanzen, Baumstümpfe und Bäume. Wow, seht mal hier. Ein Insekt, das sieht aus wie eine Raupe. Wow, hallo kleine Raupe. Na gut, wir sollten besser weitergehen, damit wir vor Einbruch der Dunkelheit am Zeltplatz sind. Wow. Hey, seht euch diese schöne Pflanze an. Seht ihr das? Das ist ein Farn. Wow. Seht doch mal, das ist die Farbe grün. Hey, hier drüben ist ein Baum. Oh, entschuldige, Farn. Seht genau hier. Das ist ein Baum. Ja, ihr wisst, was ein Baum ist. Da ist etwas Rinde dran und auch noch etwas Moos. Seht, wie hoch der Baum ist. Er ist viel größer als ich. Ha? Na gut, mal sehen, was wir hier noch finden können. Wow. Hey, seht, noch ein Insekt. Hallo. Das sieht aus wie eine Libelle. Hallo, liebe Libelle. Wie geht es dir heute? Na gut. Lasst uns weitergehen. Oh, seht. Eine Spinne. Hey, Spinne. Hast du einen schönen Tag? Ich setze dich mal hier drüben hin, damit ich nicht auf dich trete. Okay, weiter geht's. Oh, Moment mal. Hier sind noch mehr Insekten. Was für Insekten sind das? Das sind Gottesanbeterinnen. Wow, die sind so cool. Guckt, so sehen sie aus. Hallo, ich bin eine Gottesanbeterin. Hi. Okay. Puh, ich glaube, wir sind fast da. Ich werde ein bisschen müde. Wow.
Seht euch das an! Das sieht aus wie der perfekte Campingplatz. Wow! Okay, gehen wir hier rüber und nehmen unsere ganze Ausrüstung ab. Schon besser. Den noch? Puh, ich glaube, ich brauche etwas Wasser. Also gut. Ich packe mal meine ganze Campingausrüstung aus. Yeah! Oh, vergesst nur nicht die Marshmallows. Ja, die sind für die S'mores später. Und die leckeren Cracker. Oh, und die Schokolade. Hattet ihr schon mal ein S'more zuvor? S'more zuvor? Das reimt sich. Das ist albern. Und mein S'mores-Stock. Und mein Malbuch. Dann kann ich später im Zelt etwas malen. Das wird so ein Spaß. Also gut, was haben wir hier denn noch? Nun, wir haben unser Wasser hier drin. Ihr braucht auf jeden Fall Wasser, damit ihr es trinken könnt. Yum, ich liebe Wasser. Oh, ich habe meinen orangen Schlafsack. Das wird so gemütlich. Und ein blauer Stuhl. Ich baue den später auf, neben dem Feuer. Dann kann ich entspannt das Feuer genießen und meine S'mores rösten. Okay, na gut. Wir haben hier ein Fernglas. Wow, seht's euch an. Damit könnt ihr Dinge in der Ferne sehen, zum Beispiel Vögel. Wow, da drüben ist einer. Hallo Vögelchen, hallo. Na gut, ich leg es hier ab. Oh, und eine Laterne, seht euch das an. Wow, das ist ein richtig helles Licht. Damit könnt ihr sogar im Dunkeln sehen. Und eine riesige Flasche voll Wasser. Bevor ich ins Bett gehe, gieße ich es auf das Feuer. So entfachen wir gar keinen Waldbrand. Das wäre wirklich schlimm. Oh, yep, mein Wanderstock. Ja, den habt ihr schon gesehen. Hilft mir mit meinem Gleichgewicht, während ich wandere. Und nicht zu vergessen, mein Zelt. Ja, es ist wie ein Haus. Denn wenn man in der Wildnis ist, ja, braucht man einen Schlafplatz, oder? Ja. Machen wir es auf. Ich denke, ich baue das Zelt auf. Alles klar, los geht's. Ist wie ein Puzzle. Wow. Das geht von einem Ende zum anderen. Und dann habe ich noch eins von den Dingern. Nun kommt der lustige Teil. Man errichtet das Zelt. Seid ihr bereit? Wie sieht's aus? Sieht echt gut aus, hä? Tada! Jetzt können wir darin schlafen. Wow, ich habe vergessen, meine Schuhe auszuziehen. Ja, man zieht die Schuhe aus, bevor man ins Zelt geht. Denn dann bringt man keinen Dreck rein. Schließlich noch den Reißverschluss zu. Wow. Das macht so viel Spaß. Okay, das Malbuch leg ich mal hier hin. Zuerst hol ich meinen Schlafsack raus. Yeah, mein oranger Schlafsack. Okay, das kommt dahin. Und dann geht's los. Wow! Schlafsäcke sind wirklich gemütlich. Ja,
Sie halten euch schön warm in der Nacht, wenn es wirklich kalt ist. Okay, und los. Reinkrabbeln. Wow. Wow. Seht ihr? Ich werde gut gewärmt heute Nacht. Okay. Hey, ich habe eine lustige Idee. Ich denke, wir sollten malen. Ich habe ein paar Wachsmalstifte. Ja, ich liebe malen, wenn ich zelten bin, weil malen ist echt wirklich richtig lustig und es ist kreativ. Es ist wirklich toll. Habt ihr mal gemalt? Ja, habt ihr selbst mal etwas gemalt? Denn seht, ihr könnt das ausmalen. Ja, guckt. Blippi, willkommen im Baumhaus. Ha! Wow, so ist es gut. Ja, ihr könnt eine Seite ausmalen oder ihr sucht ein leeres Blatt und dann zeichnet ihr etwas Eigenes, vielleicht blau. Eins, zwei Kreise und ein Smiley-Gesicht mit einer Zunge. Okay, aber was machen wir hier drin? Wir zelten doch. Draußen gibt es lustige Dinge zu tun. Wir sollten rausgehen und Verstecken spielen. Was meint ihr? Ich liebe Verstecken spielen. Okay, um zu spielen, muss sich einer verstecken und die anderen suchen. Yeah. Okay, ich versteck mich und ihr sucht, okay? Also, gut. Fertig? Zählen wir bis fünf. Schließt die Augen, bereit? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hallo? Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ja! Hey, ich bin hier! Wuhu! Gut gemacht! Das hat echt Spaß gemacht! Dieses Lagerfeuer ist so schön! Nun, wenn ein Lagerfeuer brennt, müsst ihr sehr vorsichtig sein. Ja, ich habe das Feuer gemacht, aber ich bin ein richtiger Erwachsener. Wusstet ihr das? Kinder sollten niemals selbst ein Feuer machen. Aber gibt es ein Lagerfeuer, sollte immer ein Erwachsener dabei sein. Wenn keiner da ist, ruft ihr nach einem: Hey, Erwachsener, jemand sollte mal herkommen zum Lagerfeuer. Und hey, apropos Lagerfeuer, erinnert ihr euch an diese Wasserflasche von vorhin? Ja, es sind etwa 3,8 Liter. Ja, ihr müsst sicherstellen, dass ihr Wasser in der Nähe eines Lagerfeuers habt. Für den Fall, dass es außer Kontrolle gerät. Dann gießt ihr etwas Wasser auf das Feuer, ja, und löscht es. Aber dieses Feuer ist in einer sicheren Umgebung. Seht ihr die Feuerstelle, die ich gebaut habe? Ja, ja, so kann gar nichts anderes Feuer fangen. Und noch was Wichtiges, ihr müsst überprüfen, dass keine Äste oder Blätter oder sowas darüber oder drumherum sind. Ja, also jetzt, wo wir ein sicheres Lagerfeuer haben, ist es die perfekte Zeit für ein paar S'mores. Hattet ihr schon mal S'mores zuvor? Oh, die sind so yummy. Nach einem gesunden Abendessen könnt ihr einen S'more essen. Guckt mal, hier haben wir knusprige Cracker. Ja, das ist ein Rechteck, aber ihr teilt es in der Hälfte. Und jetzt habt ihr zwei Quadrate. Yum! Okay, und dann habt ihr noch einen Zylinder. Ja, das ist ein Zylinder. Seht ihr die Form? Aber so nennt man es nicht. Das ist ein Marshmallow. Und er ist so yummy. Okay, ich lege das erstmal hier hin. Okay, eigentlich, wisst ihr was, ich sollte ein bisschen ordentlicher sein mit diesem runden, weißen Teller. Na gut, seht ihr diese leckere Schokolade? Okay, das ist die dritte und letzte Zutat für S'mores. Ich liebe Schokolade. Ja, und es sind tatsächlich kleine Rechtecke. Wow, seht ihr's? Ja, kleine Rechtecke. Und sie ergeben ein größeres Rechteck, wenn sie verbunden sind.
Okay. Das Erste, was ihr tun müsst, ist, euren Marshmallow aufzuspießen. Denn dann seid ihr nicht zu nah am Feuer. Das wäre richtig gefährlich. Ihr müsst einen sicheren Abstand zum Feuer einhalten. Ja, perfekt. Wow, so rösten wir den Marshmallow. Wow, er wird schon golden. Wow, er ist fast fertig. Wow, das sieht so gut aus. Seht ihr das? Wow, perfekt. Das wird sicher so yummy. Na gut, legen wir ihn direkt auf die Schokolade. Und die Schokolade liegt auf dem Cracker. Und dann den Marshmallow und dann noch einen Cracker. Und raus damit. Oh, perfekt. Seht ihr das da? Ich nenne das Yummy, Yummy, Yummy Small Dessert. Nom, nom, nom. Fertig? Yum. Jetzt ist die perfekte Zeit für den Camping-Song. Schaut mal hier, der perfekte Platz für unser Zelt. In der Natur und im großen Himmelszelt. Wir machen Feuer, rösten was und singen los. Hey, kennt ihr das? Das ist das Campinglied. Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. Wir gehen wandern und erkunden die Natur. Sehen Tiere und sind Käfern auf der Spur. Wir sitzen rund ums Feuer und erzählen alle was. Deshalb macht Zelten so viel Spaß. Los, sing mit! Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. Wir fahren unser Kanu den schönen Fluss entlang. Über uns die Vögel, hört ihr den Gesang? So ein Spaß den ganzen Nachmittag. Aber vergesst nicht das Insektenspray. Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. Alle zusammen! Lass uns campen, das macht echt Spaß. Wir lernen fischen und finden auch mal was. Lass uns campen bei Sonnenschein. Lass uns campen, ich mag gern draußen sein. S'mores sind so yummy und Camping macht so viel Spaß. Hattet ihr einen schönen Tag mit mir heute? Yeah! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Nun gut, ich sollte jetzt wohl besser das Feuer löschen. Yeah! Das war's. Bloß kommt alle her, lernen ist nicht schwer.